Hey, was geht ab, Leute? Mein Name ist Pichter und willkommen zum neuen Video. Und heute werden wir ein anderes Ding machen. Aber erstens, Leute, gestern waren wir im Livestream, ne? Gestern waren wir mit 200, 300 Leuten im Livestream und gestern waren wir noch auf der YouTuber-Insel. Gestern haben wir einfach, war einfach die YouTuber-Insel mit dem Ei und alles rum und dran. Es kommen noch auch extra bestimmte Videos darüber mit dem Ei und mit Tobi. Ich weiß nicht auch, was mit Tobi passiert ist. Aber Leute, gestern kam nicht die YouTuber-Insel noch online. Gestern kam auch Kerles sein neuen Song online. Um 12 Uhr kam der Song online. Dein Name heißt der Song von Kerles. Ich hab schon einmal drauf gehört. Ich will euch nicht lügen, das ist nicht meine erste Reaktion. Aber meine zweite Reaktion wird es mit euch sein. Weil das Lied ist richtig, richtig geil. Ich will es euch nicht so lange auf die Spannung foltern. Wir werden jetzt gleich reingehen. Wenn ihr hier seht, unten dein Name, Kianis. Offizielles Musikvideo ist auch ein offizielles Musikvideo. Das heißt, wir sehen auch jetzt gleich den gut aussehenden Kianisch. So, wir gehen erstmal hier kurz rein. Wir sehen natürlich auch, dass das Song auf Spotify gibt. Unten auch in meiner Videobeschreibung ist ein Spotify-Link. Und alle seine Songs halt, wirklich alle seine Songs. Und wirklich, der Bro, ich habe auch schon einen Kommentar darunter geschrieben, Gänsehaut, mein Bruderherz, wirklich. Ist echt crazy geworden, der Song. Ist echt crazy geworden, der Song. Wirklich. Ansonsten, wollen wir reingehen und mal schauen, wie das Meisterwerk meiner Ohren, meine Ohren zaubern. 3, 2 und 1. Aber nicht vergessen, Leute, nicht vergessen immer zu trinken. Dann ist es wichtig. Kern ist dein Name, okay. Spotify Kern ist, okay. Sag mir, wieso ist das alles passiert? Oh. Mehr, wie ich dich nur verliebe. Ich liebe auch immer wieder so auf dieses leichte, schmerzhafte Text kommen. So richtig so, sag mir, wieso ist das alles passiert? Merkst du nicht, wie du mich alles passiert? So ähnlich, wie ich dir, guck mal, ich zeige euch das mal. Sag mir, wieso ist das alles passiert? Merkst du nicht mehr, wie ich dich nur verliere? Boah, das ist schon crazy. Aber ich muss euch auch was sagen, Kerl ist ein Outfit, ist übelst crazy. Also Kern ist ein Outfit, also ehrlich, mit seinem Bart so oben, ein bisschen den Apache-Style oder ein bisschen der, er sieht ein bisschen aus wie Apache, aber so in besser. So, sein Bart von der Seite ist dünn, da kommt sein Schnurrbart echt so dick, also echt dekant. Und ansonsten, Brille perfekt, Ohrringe, der sieht einfach aus wie ein Macho. Okay, weiter geht's. Das Schmerz sitzt tief, Mann, ich will es verstehen. Sag mir, warum. Aber ich merke auch, wie er mit seiner Stimme so spielt. Also ich kenne mich nicht so gut mit, also Kernis kennt sich besser mit Musik aus. Das sage ich euch ehrlich, ne? Aber ich habe ein bisschen auch Erfahrung oder Ahnung, weil es auch mein Hobby ist, zu singen und allgemein zu Klavier zu spielen. Und Ich mag es, wenn er so gerne mit seiner Stimme so spielt, so auf die Höhen geht, dann habe ich noch die Tiefen, dann wieder auf der mittlere Phase, so jedes Mal hoch, runter. Boah, es ist halt, es macht die Ohren einfach, das ist einfach schön zu hören, wenn er so mit seiner Stimme spielt. Mein Atem schneller, wieso tut es so weh? Mein Herz schlägt härter, wenn ich wirklich so... Oh, aber der Beat ist auch richtig geil im Hintergrund, diese Flöte dann so und dann dieser... Oh, ich finde, das Lied ist einfach ein Meisterwerk geworden. Und sein Text, wie gesagt, ist immer noch richtig deep. Das ist ein deepes Lied. Sitzt sehr tief im Herzen. Merkt man. Ich komm nicht klar, wenn du mich fragst, wie es mir geht. Hab ich das wirklich alles einfach verdient? Ich bin einfach weit, weit, weit weg vom Ziel. Boah. Ich schreie nochmal. Leute, das ist auch einer meiner Lieblingsparts, wie das so ein Echo kommt, wisst ihr? Wie das dann einfach so, ich weiß, bei jedem Song ist das, aber bei seinem Song ist das halt noch authentischer. Ich schreie nochmal. Oh, das klingt so gut, ne? Ich geh weiter nach vorn, denn ich will nicht erfrieren. Ich bin stark.
Beispiel spielen. Verlieren. Das ist mein Lieblingspart. Ich will dich wieder sehen, 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 sehen. Bleib doch bei mir. Bleib doch. Leute, wir müssen das nochmal hören, bitte. Wir müssen das nochmal hören. Das ist mein Lieblingspart und das ist auch der Refrain. Das ist auch der Refrain. Ein Refrain heißt das. Also, das ist einfach mein Lieblings. Das ist einfach der Refrain. Ich bin stark. Jetzt kommt, ich bin stark. Ich bin stark. Ja, okay. Und jetzt kommt der Rap-Part. Also ich liebe, guck mal, Kianis ist so, er singt gerne, so sehr er beim Singen bekannt und beim Rappen nicht so. Aber seitdem er so rappt, dann ist es ist so geil. Es ist, er hat so ein paar Rap-Songs rausgehauen. Es ist so geil, wenn er rappt. Ich feiere es, wenn er rappt. Rappen tut er genauso gut wie singen, aber singen natürlich auch ein bisschen besser. Nicht wie ich rufe, ich frage und suche, hör bitte auf zu verfluchen, ich geh diesen Weg jetzt an. Oh, dieses leichte Flüstern, ich suche. Das ist richtig geil, also ich feier jetzt übelst. Nein, damals waren wir vereint, doch heute sind wir nicht zu zweit, du gehst deinen Weg und ich mein, ey. Ich schrei deinen Namen, komm mir nicht mehr klar, wenn du mich heute wieder fragst, sag mir, was hab ich dir denn. Ah, mit dieser Beat, ich weiß nicht, was das für ein Dings da ist. Für ein Instrument, aber. Hört ihr das nicht im Hintergrund? Guck mal. Wenn du mich heute wieder fragst, sag mir, was hab ich dir denn heute nur getan, dass du mich jetzt wieder planst und mir sagst, dass du mich magst. Werde ich einfach sehen, doch ich fühle mich ersetzt. Kann es nicht verstehen, weil ich dich weiter verletzt. Sag es mir nochmal, hab ich eine Wahl. Mein Kopf werde ich jetzt haben. Einfach Eminem. Also ihr denkt wirklich, dass ich so Kianis einfach so gut rede. Es ist halt wirklich einfach ein geiler Song. Also ehrlich, ich will nicht hinterher schleimen oder so. Wenn mir was nicht passt oder so, oder wenn mir das nicht gefällt, sage ich das auch 1:1. Aber dieser Song ist einfach richtig geil. Dieser am Anfang, dieser schöne, diepe Herz-Song. Dann zum mittleren Part mit dem geilen Refrain. Und dann kommt jetzt am Ende der Part der richtige Rap-Teil. Das ist erstmal so, es steigt sich immer so. So, zack, es ist so eine Steilung. Wisst ihr? Zack, und dann, wenn er jetzt mit dem Rap-Teil fertig ist, dann bleibt es weiter so und es geht besser. Es geht immer besser und besser. Kianis macht seine Songs immer besser und besser und besser. Und sogar in seinen Songs geht es immer steiler und steiler hoch. Ich komm nicht klar, wenn du mich. Es ist einfach ein guter Song, es ist einfach ein heftiger Song. Hab ich das wirklich alles einfach verdient? Ich könnte wirklich das privat mir aufballern. Okay. Oh, es geht auch im Kopf richtig. Oh ja. Ich will dich wieder sehen, 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 sehen. Oh, so ein gut aussehender Typ. So crazy. Oh, seine Songs sind so geil. Oh mein Gott. Kianis, dein Name. Alle Songs auf Spotify, Link in der Beschreibung. Leute, auch bei mir Link in der Beschreibung ist Kianis sein Song. Wirklich. Ehrlich, ey Bro, wenn du das sehen solltest, ne? Mach weiter so, Bro. Ich weiß, ich muss es eh nicht sagen oder so, aber mach weiter so. Deine Songs sind so geil. Ich höre wirklich, guck mal, Leute, ich höre auch wirklich alle seine Songs. Dein Song ist wirklich crazy so. Und das ist richtig schön geworden. So, dein Name auch richtig deep, alles drum und dran. Ich habe auch einen Kommentar da gelassen, weil ich das erste Mal um 12 gehört habe, weil ich musste das hören. Ich musste das hören. Und ich hoffe, dass das Video mehr Aufrufe hat als andere deine Videos. Es ist echt ein guter Song geworden. Kurs geht raus. Leute, ist echt ein gutes Video geworden. Und echt guter Song. Beides. Aber ansonsten, Leute, genug geredet, genug Komplimente gegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet und ein Abo da lassen würdet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und natürlich auch bei Kianis nicht vergessen, ein Abo dazulassen und ein Like dazulassen. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten, Leute, wenn euch so welche Formate gefällt, wenn euch so welche Formate gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir auch
Kommentare dazu gibt oder so, auf welchen Song ich nächstes reagieren sollte. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst doch gerne bei mir ein Abo da und ein Like da. Und ich vergesse die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Livestream oder nächsten Video, wenn das heißt, Pichter spielt YouTube bei uns oder reagiert auf sonst was. Tschüss.